klar, Katzennamen. Her damit. Katzen sind toll. Bulma! Dragon Ball, nice. Ja, mit dem Pferd. Keine Ahnung, ich habe in dem Spiel kaum das Pferd benutzt, ne? Wirklich kaum. Weil ich finde, man könnte halt was verpassen. Hunde sind besser, bin mit Katzen aufgewachsen, deswegen einfach ein Katzenmensch. Aber ich habe auch nichts gegen Hunde. Ich laufe ja komplett falsch! Alter. Keine Ahnung, ich finde Pferd ja, wenn man nur ein gewisses Ziel hat. Aber Emir zum Beispiel, das Lager, ne? Habe ich ja auch nur gefunden, weil ich nicht weiß, wo der Dude rumhängt. Und ich habe den Bogen halt bekommen, den unglaublich nicen. Hier. Unglaublich nice. Gerudo-Bogen ist für mich auch ein bisschen Schmutz, ne? Da ist Honig. Mir wurde gesagt, ich habe ein Honigproblem. Ich brauche Feuer oder so, ne? Hier. Weg. Ich brenne. Hallo. Weg. Hat geklappt. Katzen sind schon oft arschgegangen, true. Kann das sein, dass der Honig jetzt auch verbrannt ist? Waldbrand. Der Honig ist weg. Leute, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Aha. Hallo. Tschüss. Das. Okay. Hat geklappt. Hat geklappt. Jetzt sind wir richtig, Leute. Habe ich die Tomate? Tomaten habe ich noch gar nicht fotografiert. Sagt mir aber auch keiner, ne? Verstehe ich nicht. Ja, ja, ja. So, hätte ich jetzt ein Pferd, wäre ich hier niemals gelandet. Moment mal, das ist doch ein Krok, oder? Ich meine, das Pferd macht halt schon Sinn, ne? Was muss ich denn damit nochmal machen mit so einem Stopfen? Muss da irgendwas dran? Hier irgendwo ein Stein oder so? Rakete dran. Oh yes, das fühle ich. Bei Rakete hast du mich. Geht das so? Ich sehe es nicht, ne? Ich sehe es nicht. Hier, komm. Okay. Er schnüff. Ja, ist weg. Ist weg. Hat geklappt. Oh nein, sorry. Oh, ich zünde wieder alles an. Abschießen reicht. Post Neues, Leute. Ich gehe schon wieder falsch. Lass mich schon wieder ablenken. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ah ja, St. Pauli-Gebirge. Da gehen wir jetzt hin. Nee, 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 nee. Wirklich, wirklich. Also. Gott. Kann man nur so nerven. Sind wir da? Wir sind aber schon wieder nicht in der Schlucht, ne? Mir auch schon wieder keiner Bescheid. Rein in die Schlucht. Die nerven noch mehr als der Blutmund. Ja, und sind auch unnötig. Sie werden auch nicht stärker. Sie haben immer die gleichen Rotzmatz, die sie fallen lassen.
Und die laufen ja wirklich Stunden einem hinterher. Wo ist er? Ist das Jäger? Ah, ne. Du bist einer der Schaulustigen, oder? Du bist hier, um Kakerikos berühmte Kranzruinen zu sehen. Nein. Kein Wunder, das sind einzigartige Relikte dieser Kultur, die es nur in Kakeriko gibt. Jeder will sie sehen. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht aufhalten. Folg einfach der... Okay. So, ich suche einen Trommler. Moin, Justin, ich grüße dich. Wie lief Minecraft? Haben eine neue Schwäche bekommen, die wäre... Spurtkröte. Apropos Spurtkröte. So, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Oh je, Kollege. Oh je. Mach's gut. Was das für Trommeln ist, okay. Was sind Flashbang-Früchte? Warte. Bam. Bam, heiß. Sprich mit ihr. Okay. Zu 2%. Ach du Heilige. Mir geht's gut. Sag mal, hörst du auch? Klingt ja fast wie eine Trommel. Jetzt frage ich sie. Jetzt rede ich mit ihr. Na gut. Ich dachte, vielleicht kann ich nur dieses Geräusch hören, weil ich die Liebe meines Lebens zu mir sich ruft. Aber wenn du es auch hörst, habe ich mich da wohl falsch gelegen. Trotzdem, ich frage mich, wo dieses Geräusch herkommt. Ich habe zwar schon eine ganze Weile hier, aber ich habe es einfach nicht herausfinden können. Jumanji und Zelda. Grüß dich, Laura. Jumanji 1, guter Film. Danach lohnt es sich nicht mehr drüber reden. Binchim, Binchim, Sim, Sim, Sam, Sum. Hier spielt die Trommel Bing, Ba, Bum. Deutsche Goethe. Kommt mit euren Gaben, bringt mal eure Waben. Binchim, Binchim. Ach nein. Wir brauchen wirklich Waben. Funkelfrüchte. Ah, okay. Hm. Ich kann nicht klagen, Justin. Falls ich schon gesagt habe. Ich kann nicht klagen. Hast du schon gefunden? Okay. Wo kommst du denn her? Jetzt bring mich nicht aus dem Takt, Kumpel. Ich will nämlich Bienen anlocken mit meinem Trommelspiel. Mach doch kein Gesicht wie ein Octorok. Noch nie jemand gesehen, der mit Rhythmen Bienen anlocken will? Na gut, na gut. Ich weiß es ja selber, die Idee ist Käse, aber ich will es wenigstens versuchen. Ich hatte nämlich vor, dem Leiter unseres Ensembles Partiturio eine kleine Freude zu bereiten. Und da dachte ich, hey, du könntest ihm doch ein Lieblingsessen zaubern, einen leckeren Honigcrepe. Dafür fehlt mir der Honig als Zutat. Und ohne den ist Essig mit dem Süßen. 3 Portionen Honig bräuchte ich insgesamt, da muss ich Gas geben, auch wenn es hoffnungslos ausschaut. Ich habe gehört, dass es in der Nähe... Okay. Ich habe nicht 3, ne? Ich habe 2. Okay, das ist Spurtlotus. Ausdauerhonig, einen. Was würde Team Rocket sagen? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Hallo Robin. Das ist auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen. Danke dir, Jason. Danke, danke. Okay. Wo hat er gesagt? In Kakeriko und im Abgrund oder so? Nee, des tiefen Abgrunds bei Kakerum, dann soll es Sabinen geben. Okay. Sonst habe ich ja noch 2, ja, genau. Das machen wir jetzt auch. Danke dir, Jason. Und Jason, danke für dein Follow. Sehr, sehr nett von dir. Ich habe hier was markiert. Und Robin, auch an dich, Dankeschön. Ich habe hier was markiert, da gehen wir mal kurz hin. Das habe ich beim Vorbeilaufen gesehen.
Und dann gehen wir im Wald und holen uns den Honig. Und dann zünden wir alles an. Sympathisch, danke dir. Laura, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, sehr nett von dir. Gib den Jungen bitte kein Feuer, der zündet uns alles an. Die Bienen haben angefangen. Die Bienen sind das Problem. Danke dir, Akira. Upp, 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 upp. Der Hütte, Jupp und der Upp. Immer diese andere Schuld. Ich hab damit nicht angefangen. Die da oben waren's. Gott. Ja, wenn ich an solche Menschen denke, ne? Da krieg ich auch Gänsehaut. So, die Orientierung kickt wieder komplett rein. Da habe ich markiert. Ach du Heilige. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich den hatte. Max, bitte. Bist du auch morgen wieder live? Nein, vermutlich erst am Montag. Also Montag safe. Aber Sonntag vielleicht. Aber Montag safe. Wie lange streamst du noch? Oh, ich schätze mal bis 12:30. Da so im Dreh. Ja, wir sind da. Warum hat der Vergangenheits-Marco hier irgendwas markiert? So dass der Zukunfts-Marco nichts versteht. Gott, Vergangenheits-Marco ist auch wieder so dämlich, ey. Halt dich fest. Danke. Alles klar, Leon. Bis Montag. Musst du morgen nicht arbeiten? Doch, aber ich schlafe dann weniger. Warum? Höhle Krog. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Irgendwas. Krog hätte ich offline gemacht. Safe. Ich verstehe es leider nicht mehr. Wir sind nicht da, kommen wieder. Alles klar, Robin, bis gleich. Ich weiß es nicht. Es macht gerade für mich gar keinen Sinn. Hit, hot, hut. Ich bin genau drauf. Oder war es circa so? Ist es da oben? War auf jeden Fall eine Zirkelmarkierung. Muss es ja dann. Tja. Ich lasse sie mal hier. Ich gehe mal kurz ins Kolosseum. Ich lasse mich gerade schon wieder ein bisschen ablenken. Ich weiß, es ist nicht super nice. Aber ja. Bist auf der Karte, zeige ich euch. Südwestlich von Kakariko. Bei den Narisha-Höhlen habe ich das markiert. Das können die nicht brauchen, meine 7 Stunden Schlaf. 5 Stunden sind schon kritisch, darunter kannst du mich nicht mehr gebrauchen. Also ich sag mal, wenn ich um 1 Uhr aufgehe, dann bin ich so gegen 13:30 am Schlafen, 14:45 und kann so bis morgen, also morgen kann ich um 8:20 aufstehen. Von daher, ich komme mal safe über meine 6 Stunden Schlaf. Ach Gott, dafür gibt es auch noch Abkürzung einfach, okay. Was war hier? War ich hier schon mal? Ich kann ja auch schon mal gewesen sein. Nevermind. Oh mein Gott. Oh mein
Gott. Oh. Die kommen aber zu einer bestimmten Uhrzeit, genau. Und ein Tag in 24 Minuten. Also alle 24 Minuten könnte das eigentlich passieren. Der Text davor. Ist hier schon was her? Es gibt ja einfach fast alle HE-Granaten von CS in Theotika. Ah, okay. Den habe ich jetzt gesehen. Wann soll ich schlafen? Will später zocken, man muss an meine Fußnägel fallen. Dann fall jetzt deine Fußnägel und dann rein in den Grind, in die Zockerei. Dahin müssen wir, ne? In den Wald. Bisschen weiter drüben ist was. Okay. Dann mache ich das erstmal wieder weg. Bevor mich das nachher verwirrt. Wir gehen da eh nochmal hin. Danke für die Info, Pudding. Ich kenne nur Fusch um 5 Uhr aufstehen, heißt es. Ich bin kaufmännischer Projektleiter. Und ich muss auch einfach zwischen 8 und 9 Uhr auf der Arbeit sein. Dadurch, dass aber in letzter Zeit so viel los ist, bin ich eigentlich immer vor 8 Uhr da. Darf ich jetzt hier lang? Ja, ne? Okay. Die Absprung hat mich schon ein bisschen verwirrt. Honig, Leute! Wir brauchen zweimal Honig zum Mitnehmen. Ich bin im Überlegen, dass ich da einfach durchrushe. Gott, wie schnell wir sind! Einfach die schnellste Maus in Mexiko. Einfach Usain Bolt auf einmal. Die Ausdaueranzeige kommt einfach gar nicht mehr mit. Oh mein Gott, gehen ist einfach rennen. Bei den verlorenen Wäldern war ich noch nicht. Speedy Gonzales, echt. Speedy Bull. Speedy. Hallo! Ich kaufe Honig. Danke. Ihr kommt, holt mich doch! Haha! Yeah, ich bin nämlich super schnell! Imagine, man rennt schneller als eine Biene fliegt. Verlorene Wälder machen wir auch noch vor Zoras. Jetzt dreht er durch, ja. Ich habe gerade auch so einen Trank genommen. Weiß nicht, was für ein Zeug war. Knallt auf jeden Fall. Ich kann schnell rennen. Ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Wo ist Honig? Habe auch das Gefühl, dass die Switch auch nicht so hinterherkommt. Worauf schieß ich? Okay. Empfehlung wäre Zoras Vorwald. Alines Empfehlung nehmen wir an. Zoras Vorwald. Okay. Wir machen noch Feen und ein bisschen Untergrund. Nicht viel Untergrund, aber ein bisschen. Entweder bauen wir die Quest da weiter oder wir erforschen einfach nur Wurzeln. Ich würde mich auch gerne Batterien ein bisschen aufstocken. Dann passt das alles ein bisschen zusammen. Wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich den ganzen Honig hier schon abgegrast habe, oder? Ich finde die Nintendo Switch nicht schön. Die nächste Nintendo soll so schön wie die GameCube. Ich glaube, wir werden niemals im Leben mehr eine Nintendo-Konsole haben, die nicht portable ist. Man, bin auch alles beim Absuchen zurzeit, jage ich die Leuen ohne Ende. Nice, Rick. Nice. Viel Erfolg. Da kann ich verstehen. Oh, ich habe eine Idee. Moment mal. Ich habe doch Bild vom Honig. Jetzt hoffe ich, dass ich ein Bild gemacht habe, wo ich den Honig erkenne. Sonst, meine Damen und Herren, wird's kritisch. Oben? Spurtlotus. Habt ihr es gesehen? Rüstungskürbis?
Jetzt wieder nach unten. Wegen der Verzögerung. Da ist es. Aha. Okay. Ja. Da ist es. Wo kommt ihr her? Was macht er hier? So, euch schnapp ich mir. Zack. Danke. Und Abfahrt. Orientierung. Ich muss mich umdrehen. Ich bin aber schnell genug. Du denkst wirklich, dass die nächste Konsole nicht portable wird? Es war die Wii. Die Wii U. Die Switch jetzt. Boah, ich weiß nicht. Also den einzigen Leak, den ich mitbekommen habe, ist eigentlich, dass die nächste Konsole von Nintendo Switch 2 heißen soll. Und ein spanisches Entwicklerteam soll das machen. Mehr habe ich nicht gelesen. Damit sie mit ihm schon Geld gut so. Dafür werden sie bezahlt. Ich bin hier gerade schon wieder beim Peter. Oh, ein bisschen laufen. Aber wir sind ja schnell. Gameboy war portable. Ja, gut. Das ist richtig, ja. Ja. Genau, spannend. Das habe ich gelesen. Auf Twitter. Von so einem Leak-Typen, der alle Leaks über Nintendo halt preisgibt. Ich laufe ganz falsch. Okay, wir machen es wieder ganz. Warum habe ich da kein Portal hingemacht? Ah, genau, Wii U war portable das erste Jahr. Du meinst die erstmal Hände, Rick? Danke für den Support. Die findet man ab und zu random, ja. Ja. Am Todesberg viel eigentlich. Todesberg genau. Du bist jetzt in der Höhle, aber Todesberg ist safe. Da müssen wir hin, Leute. Beruhigt euch jetzt. Genau, Wii U war die erste Portable-Konsole, wenn man jetzt Game Boy außen vor lässt. Rick, hast du schon mal die Mastermind-Hände besiegt? Das ist so nice. Akala-Festung auch, true. Was, wenn die nächste Konsole ein modernes Commodore 64 wird, was man als PC bedient? Boah. Aber das sind halt Gerüchte. Ne? Wenn es halt Switch 2 heißt, würde ich auch safe sagen, ja, ist halt portable. Aber ich glaube nicht. Dafür ist es einfach zu attraktiv für, ehrlich gesagt, Kinder. Das ist, die Switch ist eine Familienkonsole. Das wird doch, glaube ich, immer so bleiben. Nintendo macht nur noch Familienkonsolen. Machen sie schon super lange. Da kommt es gar nicht auf die Leistung an, sondern eher um den Komfort, den man hat oder das Spielerlebnis. Und dadurch hast du den Kindern auch jetzt wieder bei der Switch Lite. Super für Kinder. Oder halt Jugendliche. Hier hast es. Spiel, Kind, Spiel. Ja, Phantom Gannon hat schon geile Waffen. Das stimmt, ja. Soll ich dir mal einen Tipp geben zu den Waffen von Phantom Gannon? Wen ignoriere ich? Gameboy würde ich nicht zu Konsolen zählen, ich eigentlich auch nicht. Das ist ganz normal Handheld, ja. Ja. Dann geht auch zumindest auf einmal Sport, die nicht gemütlich, die werden bestimmt wieder Module benutzen, wenn sie welche hätten. Ja, es kann sein. Es ist super schwierig. Klar, gerne die Tipps. Du hast ja bei den Phantomwaffen, ne? Die du bekommst bei den Waffen von Phantomgänen, die du bekommst, ist ja eigentlich der Miasma-Schaden drauf. Wenn du eine Synthese drauf machst auf die Waffe, andersrum, du musst eine Waffe nehmen, die natürlich keinen Effekt hat. Und die Waffe nimmst du in die Hand und darauf packst du die Ganon-Waffe. Dann ist der Miasma-Schaden weg. Der Typ mit dem Schild, den habe ich markiert. Ich markiere die immer. Ich zeige das nicht im Stream, weil es mega langweilig ist. Jedes Mal im Schild da irgendwie da die Bretter dran zu machen. Was fehlt mir da für ein Aroma entgegen? Irgendwas Süßes, irgendwas Goldiges. Sag mal, hast du etwa in deiner Tasche edeldelikaten Bienenhonig für mich? Danke für die Likes. Danke, Rick. Wie eigenartig, dabei habe ich sonst doch ein Näschen für solche Sachen. Hätte ja schwören können, dass... Ach, ich habe weggedrückt, ne? Für dich 3 Portionen.
dass ich ein Jahr nicht gezockt habe. Ich war Wanderer und habe Bücher gelesen, Alter. Wie viele Feen hast du schon? Du meinst von den großen Feen? Ich habe zwei große Feen. Wir sind gerade auf dem Weg, die dritte zu machen. Und danach machen wir direkt die vierte. Warum hast du es gemacht mit dem Jahr nicht zocken? Dann brauchst du aber mindestens 30 Minuten. Viel länger, keine Ahnung. Ich kann es auch gerne im Stream zeigen, so, wenn es halt zur Vollständigkeit irgendwie gezeigt werden soll. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so spannend. Ist wie mit den Crocs, mit den Freunden. Mache ich auch offline. Das ist super langweilig. Bist gerade bei Feenquest. Boah, die war nervig, ja. Eine Feenquest mache ich gerade genau. Wer ist Malone? Ich hab's echt nicht mit Namen. Ich glaube, nein. Ach, Pferdegott. Ah, lol, stimmt, Marlon, Pferdegott. Da habe ich jetzt nichts gemacht. Ich habe das mal ein bisschen gelesen, so, aber nicht viel gemacht. Juli, danke für die Likes. Genau, wir haben jetzt gerade den Honig gefarmt für die Quest. Cox, hast du gerade 105, will ich nicht machen, aber muss die Taschen und so weiter, ja, verstehe ich. Ich bin auch erst bei 140 Cox oder so. Aber Marlon habe ich noch gar nichts gemacht, nein. Weißt du was, wie viel Matza? Egal ob mitspielen oder ohne spielen oder so. Hauptsache du bist glücklich. Das würde ich nicht mal als normal oder unnormal bezeichnen. Gibt genug Leute, die nicht zocken. Die sind auch alle normal. Da trommelt mein Herz ein Solo für dich. Also haben meine Rhythmen vielleicht ein Diebienchen kalt gelassen, aber dich, gute Seele, haben sie erreicht. Perfekt, kann ich endlich unseren Herrn Kapellmeister einen feinen, schmeckertastischen Hodekrepp zaubern. Danke, du hast die Wabe meines Herzens mit Ambrosia gefüllt. Hier bitte nimm ein kleines Dankeschön. Ah, geht doch. Pudding, immer im Ladebildschirm. Wenn du dich irgendwo hin teleportierst oder beim Schrein reingehen, weiß ich gar nicht, ich meine aber schon. Immer wenn der Ladebildschirm kommt, auf der rechten Seite. Da müssen, glaube ich, erst die Schreine stehen. Dann kommt, glaube ich, Mayonnaise und dann kommen die Crocs. So müsste eigentlich die Reihenfolge sein. Wenn du logisch denkst, wenn du mit deiner Geliebten zockst, bist du im Paradies. Es gibt aber auch welche, die halt gut finden, dass man nicht das gleiche Hobby hat. Ich weiß, was du meinst. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn die Partnerin halt auch zockt. Aber ist, glaube ich, halt auch kein Muss. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Mayonnaise, ja? Kennt ihr dich, Mayonnaise Sigma? Spielt ihr kein Zelda? Hab das nie angeschaut, ja. Huch, das sonst aber zügellos spielt wieder? Wirklich? Na, da darf ich meiner Trommel noch keinesfalls fehlen. Wenn ich von Stall zu Stall ziehe, sollte ich auf jeden Fall irgendwann auf meine Mitmusikanten stoßen. Also gut, Herr Kapellmeister, ich komme. Vielleicht sehen wir uns zwei auch mal wieder, ja? Dann bis neulich. Wir sehen uns circa in 3,5 Minuten wieder. Finde ich gut, mit der Freundin zu zocken. Ja, kann man. Also, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Hätte aber auch kein Problem, wenn sie nicht zocken würde. Quelle der großen Fee. Ja, da gehen wir hin. Das war der Enthusiast des Spiels. Mache ich mir ein zweites Giga Games auf. Giga Games, das war eine geile Zeit. Weil der eine dann immer dann random ist. Es ist immer halt so ein bisschen, man muss ja noch ein bisschen absprechen dann, ne? Also klar, man muss auch wissen, dass Zocken das einfachste Hobby der Welt ist. Man muss quasi in seiner Wohnung, Haus oder auch nicht draußen, man muss nirgendwo hinfahren. Man muss sich nicht umziehen, man braucht Strom und Internet. Das war's. Ist jetzt nicht wie beim Fußball, beim Golfen oder sonst was in die Richtung, wo man doch irgendwie hinfahren muss. Nee, man wechselt den Raum. Vielleicht wechselt man auch gar nicht den Raum. Dann ist man beim Hobby angekommen. Ich finde halt wichtig, glaube ich, wenn halt die Partnerin nicht zockt oder der Partner, ist ja geschlechtsunabhängig, ist das so ein Hobby, was man nicht verheimlichen darf. Also im Sinne von, man lernt gerade jemanden kennen und 3 Monate zockt man da nicht, weil man
ja, das irgendwie nicht sagen will oder man macht was anderes und dann ist man halt irgendwie nach 3 Monaten zusammen und dann so, ja, ich gehe zocken. Wie du zockst. Was soll das denn? Ja, aber eine Stunde dann nur, oder? Mal ehrlich. Wer macht für eine Stunde zocken PC an oder so? Unter 3, 4, 5, 6 Stunden kommt man davon nicht weg. Wenn ich nicht, auch nicht zocken würde, dann wäre ich ultra genervt davon, dass mein Freund am Zocken ist. Ja. Ja. Danke für die Likes. Ja. Da muss man halt wirklich offen drüber reden, weil wirklich zocken ein Hobby ist. Ey, ganz ehrlich. Also der längste Stream, den ich gemacht habe, war 30 Stunden. Zocken ist halt kein kurzes Hobby. Ha, dann einfach gezockt, jetzt zocken wir beide. Eher im Gamingzimmer, am PC und wohnst du auf der Switch. Ja, wenn es halt so passt. Es gibt ja auch so diese typischen Clips, so Couple Goals, 2 PCs nebeneinander. Keine Ahnung, das wird mich schon, glaube ich, im Discord nerven. Muss ich einverstanden sein, wenn ich eine 24-Stunden-Session mache. Ja. Also sowas muss halt vorher klar sein, Beefmatzer. Ich denke, das muss kein Problem sein, wenn der andere nicht zockt. Es muss einfach nur vorher klar sein. Ja, ja. Die Frage ist nur, wann man spielt, genau. Ja, ja. Danke, Rick. Akzeptanz, Toleranz, Anpassungsfähigkeit. Einen gesunden Mittelweg finden. Oh, mein reisender Freund, zieh nur. Nein, nein, hör nur. Beats, unser wackerer Trommler Beats, ist wieder bei uns. Nein! Gibt auch noch andere Hobbys. Nimmst du sofort zurück, sag ich dir. Kannst meine Mutter beleidigen, aber nicht sowas sagen. Ich spinne. Gibt doch noch andere Hobbys. Beats, unser Wacker Trommler Beats, ist wieder bei uns. Was war? In Twitch meinte jemand, es gibt auch noch andere Hobbys als zocken. Macht mich sauer. Wittiger, vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, zocken ist dein einziges Hobby. Ist nur Spaß, Leute, ne? Ist nur Spaß. Skandal! Unverschämtheit, ja. Großen Garten pflegen, ja klar, klar. Andere, wie war das? Kann man das essen oder züchten? Keine Ahnung. Braucht man dafür irgendwelche Levels, Patches, DLCs? Ich weiß es nicht. Schande! Lächerlich, das ist. Ich bin sprachlos. Ne? Das Bildschirm für einen lausigen Ensembleleiter, meine Musikanten solche Sorgen zu bereiten. Zocken ist ja auch mein Hobby, aber halt auch Musik und Sport. Okay. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Spitzelinstrument, leider habe ich keins gelernt. Nein. Bereue ich bis heute auf jeden Fall. Bereue ich bis heute. Das schwinde Publikum war natürlich nicht gerade motivierensfördernd. Aber jetzt steckt das Herz des Ensembles zügellos wieder im Takt von Beats Trommel. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere. Ich bin eskatisch. Eskatissimo. Spiel Trompetes. Cool. Cool. Also ich muss auch sagen, ich habe ja auch viel Sport gemacht. Was? Du? Ja, ich sah nicht immer so aus.
Aber ich habe zwei Kreuzbandrisse, einen im linken und rechten Knie. Und seitdem habe ich auch ein bisschen Schiss, halt wieder Sport zu machen, der mir halt Spaß macht. Das Lustige ist, Rick, mein Vater kann Schlagzeug spielen und die haben es mir damals echt oft angeboten. Ich glaube, also ich wäre halt gerne entweder Schlagzeug lernen oder Klavier. Ich bin Skater, Alina. Sollte spawnen, so ein bisschen romantisch. Okay, wir gehen zur großen Fee. Huch, leicht schon falsch, wie es scheint. Ah, die Brücke ist kaputt. Die Brücke ist kaputt. Was hast du falsch verstanden, Alpha Hawk? Wegen dem Garten? Garten fliegen, klar. Garten fände ich auch cool. Zwar jetzt nicht so komplett so Richtung autonom leben, aber einen Garten haben und da so ein bisschen anbauen, ein Hochbeet oder so. Vielleicht so ein paar Gürkchen, Erdbeeren und so, das alles selber machen. Es kostet einmal so ein bisschen Aufwand, das Ganze halt irgendwie so herzurichten. Im Nachhinein musst du es eigentlich nur noch gießen und pflücken. Warum nicht? Ein Traum war es mal von mir auch mal Hühner zu haben. Und dann habe ich mir überlegt, was das für ein Aufwand ist. Dann war es ein Albtraum. Herr Kapellmeister, wenn die Brücke durch den Fluss, könnte man nicht einfach durch den Fluss durchwarten? Ja, ja. Auch eine Idee, was soll's. Dann marschieren wir einfach durchs Wasser. Gut, der Beschluss steht fest, dann mal los, alle rüber zum Fluss. Okay. Klavier ist auch mega geil, kannst du auch viel mitmachen. Ich glaube, ich würde das nicht mit meinen Fingern hinbekommen. Ich würde mir was brechen. Ich will einen Teich haben und Schildkröten mit Alina um die Welt. Okay, jetzt wird's wild. Nein, einfach, man möchte nicht mit dem Garten andere Aktivitäten durchführen. Meine Cousine hat Hühner. Da muss man auch wirklich aufpassen wegen Raubtieren und so weiter und wegen der Pflege und sauber machen und Futter und so. Boah, nee. Garten ist auch noch ein Hobby, was akzeptabel ist. Da kann man später mal abschalten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also eigenes Gemüse schon Aufwand. Nicht nur ernten und pflücken. Wie muss man machen? Ja, im ganzen Acker. Okay, stopp, Pudding. Also, wenn ich halt über sowas rede mit Hobby und Garten und so, dann ist es eher ein Hochbeet. Da reden wir von einem Meter 20 mal 80 Zentimeter. Nicht einen ganzen Acker. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, nein. Mein Traum ist mal einen großen Löwen zu was? Zu zeichnen? Zeigen? Zeichnen? Das werden die Katzen alleine machen, ja. Ist gerne ein Einhorn, ja. Gerne. Willkommen zurück, Robin. Ist ganz voll mit Obst und Gemüse, muss mich drum kümmern, wenn man im Urlaub ist, ist sehr viel Aufwand. Wie gesagt, Leute. Ich habe von einem Hochbeet gesprochen, nicht von einem hektargroßen Feld. Oder keine Ahnung wie viel. Ja, das kann auch viel sein. Es tut mir leid, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Ich rede nur von einem Hochbeet oder so. Es sollte nicht so rüberkommen, dass Garten kein Aufwand ist. Robin, danke für die Likes. Auch in einem Hochbeet, ja. Aber ein Hochbeet ist überschaubar. Ein Hochbeet braucht nicht pro Tag eine Stunde Zuneigung. Aline, du brauchst gar nicht jetzt hier kommen. Du hast mit den anderen Hobbys angefangen, ne? Das nehme ich dir übel. Möchte einer Mod werden? Wenn die große Fee sich wieder zeigt, dann wird es ganz sicher auch dir ihren Segen schenken, Reisender. Wenn du Lust hast, begleite uns doch zu ihr. Wir haben immer einen Ziegen... Oh, Ziegen auch bestimmt. Mega viel Arbeit, safe. Wie eine Kartoffel, er könnte eine Vogelscheuche sein, die neumodisch ist. Beef Matter, das ist das Schönste. Ich glaube... Noch nicht mal meine Mutter hat was Netteres zu mir gesagt. Ich glaube, das werde ich mir tätowieren. Nicht böse gemeint. Nein, das kann man auch gar nicht böse verstehen. Vogelscheuchen sind quasi das Schönheitsideal von Germany's Next Topmodel. Die ersten zwei Personen sind immer Vogelscheuchen. Das ist wirklich neumodische Vogelscheuchen, natürlich. Die aussehen mit Kartoffeltattoos. Das ist wirklich einfach schön zu lesen. Unser Acker. Gut, der Acker ist aber bestimmt auch nicht klein, oder? Hilfe groß zu ziehen. Okay. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Was für ein Hobby, Alpha Hawk? Was für ein Hobby? So. Die Kapelle hat es geschafft. Die steht am Wasser. Charlie. Airsoft.
Was machst du denn da? Wir stellen dich mit unserem Allegro an, ja? Okay.